bin Herbert Hoffmann, bin 55 Jahre alt und wohne mit meiner Familie in Feldurns. Ich kandidiere für das Europäische Parlament, weil ich denke, dass das ein Parlament ist, wo noch Zukunft gemacht wird, wo wirklich über wichtige Entscheidungen gesprochen und auch entschieden wird. Und ich denke, gerade in einer schwierigen geopolitischen Lage, wie wir sie derzeit vorfinden, ist das eine ganz wichtige Aufgabe, die mich reizt. Ich bin Brigitte Foppa. Ich kandidiere auf der Liste Verdi Sinistra für das Europaparlament mit dem Ziel, und das ist das Ziel, das es für mich politisch immer schon war, die Menschen zu vertreten. Es besteht jetzt die Chance, Südtirol mehrstimmig im Europaparlament zu vertreten und das Europaparlament mehrstimmig nach Südtirol zurückzubringen. Das ist mein Anliegen. Dafür setze ich mich ein. Ich bin Paul Kölnsberger, ich kandidiere für das Europaparlament, für das Team K auf unserer Partnerliste Azione. Ich möchte in Europa vor allem Folgendes erreichen: mehr Pragmatismus, mehr Technologie, mehr Hausverstand, weniger Ideologie. Zum Zweiten möchte ich, dass der Blick auf lokale Bedürfnisse geschärft wird, zum Beispiel, dass man in Südtirol, aber nicht nur in Südtirol, die Heimat vom Ausverkauf schützen kann. Und zum Dritten möchte ich die Bildung stärken, vor allem Erasmus Plus ausbauen. Hallo, ich bin Nathan, bin aus Meran, 18 Jahre alt und ich werde bestimmt nicht SVP wählen. Ich heiße Tim Gerstgasser, bin 19 Jahre alt und wähle auf keinen Fall die Grünen. Hallo Tim. Guten Tag. Mein Name ist Aaron Piras, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Brixen, studiere in Innsbruck Jura und ich wähle nicht Team K. Trotzdem willkommen. Was glaubst du, macht deine Partei so unattraktiv für Nathan? Wir sind eine Mitte-konservative Partei, das ist vielleicht für junge Menschen nicht ganz so attraktiv, vielleicht gefällt dir das nicht, dass du uns nicht wählen möchtest. Vielleicht hast du auch einfach ein paar falsche Vorstellungen von uns. Das kann auch ein Kommunikationsproblem sein, dass wir also manchmal unsere Politik vielleicht nicht, vor allem bei jungen Menschen, nicht perfekt verkaufen. Ja. Also 90% sind wie Tim und wählen die Grünen nicht. Was könnte ihm an den Grünen nicht gefallen? Vielleicht, dass sie sich so sehr für den Klimaschutz einsetzen? Aber das, denke ich, wird es nicht sein. Vielleicht geht ihm der Feminismus auf die Nerven? Oder unser mehrsprachiger Ansatz, der stört manchmal. Der kann anecken. Gut. Ja, schwierig zu sagen auch, weil wir haben 11%, also es gibt sehr viele Leute in Südtirol, die uns nicht wählen. Bei den Jungen haben wir doch viel Zulauf. Es gibt viele Junge, die das System ein wenig ändern wollten und für das steht Team K. Aber vielleicht hast du ja gute Gründe, etwas konservativer zu sein. Vielleicht kommst du aus gutem Hause und möchtest eher Kontinuität haben. Steht dir auch zu. Ich könnte mir vielleicht denken, dass du eher ein Wähler bist, der auf die SVP vielleicht setzt, weil er Kontinuität haben will. Das haben Sie richtig erraten, da stimme ich Ihnen 100% zu. Ich bin persönlich ein konservativer Mensch, ich bin ein Vertreter der konservativen Werte und da fühle ich mich persönlich beim Team K eben politisch nicht beheimatet und da finde ich, gibt es für mich persönlich andere Parteien, wie beispielsweise die Südtiroler Volkspartei. Der Grund, warum ich SVP nicht wähle, ist eigentlich der, dass ich ein Problem damit habe, dass es eine Partei gibt, die seit 60 Jahren gut sich so verkauft, als wäre sie die einzige Partei, die in Südtirol die Autonomie aufrechterhalten kann. Ich habe ein Problem damit, dass die Koalition so zustande gekommen ist, wie sie jetzt ist im Land, auf Landtagsebene. Ich unterscheide durchaus zwischen SVP auf kommunaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Wählen werde ich sie allgemein nicht. Einfach aus dem Grund, dass ich genau diese Art von Politik und diese Mitte-Rechts-Politik
Politik eigentlich allgemein nicht vertrete und die SVP mir in diesem Sinne auch nicht wirklich sympathisch ist. Ja. Ja, der erste Punkt, der Klimaschutz, darum geht es nicht einmal so extrem. Es geht eher darum, also schauen Sie, wenn wir sagen, lebenswerte Innenstädte, mehr Grün und so weiter, bin ich voll dabei. Nur, was ich nicht richtig finde und das auch in einer Gesellschaft, weil ich das nicht richtig sehe in einer Gesellschaft, ist es mit einer gewissen Klimahysterie zu antworten auf irgendwelche Themen. Das heißt, was ein Problem für mich ist, ist nicht die Tatsache, dass man Klimaschutz betreibt, sondern wie man ihn betreibt und auf welche Art und Weise man ihn öffentlich publiziert, wie man damit wirbt. Und eine Weltuntergangsrhetorik, die durchaus manchmal durchscheint, das ist absolut unangebracht. Mhm. Ja, da bin ich ganz bei dir. Und es ist so, dass die erste Klimabewegung, die erste Umweltbewegung eigentlich, da war ich noch klein, das war vor meiner Zeit, die hat ganz stark mit diesen düsteren Farben gemalt. Also da gab es den sauren Regen, da sind die Wälder gestorben. Und da sind dann, oder die Atombewegung war in diesen Zeiten, war ja tatsächlich auch die nukleare Gefahr so groß. Und da hat man sehr mit diesen Katastrophenszenarien gemalt. Das hat einerseits aufgerüttelt und auch Menschen dazu gebracht, sich dafür einzusetzen. Gleichzeitig hat es aber auch diese Ängste geweckt und hat auch Ablehnung geschaffen. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob du das mit uns auch stark in Verbindung bringst, mit uns Grünen, wie du uns kennst in Südtirol. Weil, doch schon. Weil eigentlich ist das etwas, das wir schon seit langem versuchen, nicht so sehr in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wirklich ausgehen von den positiven Möglichkeiten, von den Chancen, von konstruktiven Vorschlägen. Und das sind nicht nur Phrasen, sondern ist wirklich auch unser Ansatz, weil ich selbst die negativen Anteile nicht so aushalte, ganz ehrlich. Da gibt es eben mehrere Punkte, die mir eben das Gefühl geben, dass für mich das DIMK nicht die richtige Partei ist. In erster Linie natürlich einmal die Autonomie. Ich finde, die Autonomie ist weltweit ein Vorbild. Und ich finde persönlich, dass vom DIMK in gewissem Maße mehr tun könnte. Des Weiteren finde ich auch, und das ist als konservative Person ein wichtiger Punkt, dass nicht stark genug gegen die Ausländerkriminalität vorgegangen wird. Natürlich ist mir bewusst, dass nicht alle Kompetenzen in unserer Provinz liegen und dass man nicht davon auf Polemik übersteigen muss, wie es beispielsweise andere Politiker im Landtag machen. Aber ich finde, dass es trotzdem mehrere, vielleicht andere Ideen, Vorschläge, man mehr einbringen sollte. Ja, Bullshit zu sagen ist ein bisschen schwer, weil es ist nicht Bullshit, was er sagt. Aber sagen wir mal so, ich bin... Boah, der schaut wirklich echt aus. Nein, es steht einem natürlich zu, konservative Werte zu vertreten, überhaupt kein Thema. Die zwei Sachen, wo ich mit dir jetzt nicht ganz einverstanden bin, was die Autonomie betrifft, wir, glaube ich, haben zur Autonomie eine sehr ähnliche Position wie die Volkspartei. Wir sind absolut für einen Ausbau der Autonomie. Die Autonomie ist Sache des römischen Parlaments. Mhm. Wenn dort der Landtag zur Begutachtung die Gesetzesentwürfe der SVP-Parlamentarier, andere gibt es ja keine, bekommt, dann haben wir jedes Mal, wenn Vollautonomie ein Thema war, auch dafür gestimmt und eine positive Meinung abgegeben. Also da sind wir ganz einer Meinung. Wo wir uns vielleicht ein bisschen unterscheiden von der SVP, ist, dass wir die Autonomie etwas inklusiver denken. Wir würden gerne die Italiener etwas mehr mitnehmen und auch die neuen Bürger. Was die Ausländer betrifft, Kriminalität ist ein Problem. Wir haben das in Südtirol vor allem in Bozen und Meran. Das, was mir nicht gefällt, ist, das hast du selber gesagt, gewisse Parteien haben sich da einen Wahlkampf drauf gemacht mit populistischen Parolen und eigentlich die Wähler auf den Arm genommen. Denn wir haben nicht viele Zuständigkeiten, da wirklich was zu tun. Polizei, Einwanderung, das ist alles Staatssache, leider. Da können wir nicht viel machen. Der neue Questor in Bozen greift ziemlich hart durch, da bin ich auch mit ihm einverstanden. Was mir nicht gefällt, ist, dass sehr häufig die Ausländer alle über einen Kamm geschoren werden. Wir müssen schon sagen, dass wir, die meisten Ausländer sind ehrliche Leute, die da wohnen, arbeiten und auch die Steuern zahlen. Und zum Zweiten, ohne Ausländer kriegen wir nichts mehr zu essen, kein Restaurant mehr, keine Pflege mehr, keine Altenpflege mehr. Das müssen wir uns schon überlegen, kein Busfahrer mehr. Also wir brauchen die auch, wir brauchen diese Zuwanderung.
Wofür steht die SVP für dich? Die SVP steht für mich für eine durchaus Südtirol-orientierte Politik, für eine durchaus auch Bauern- und Hotelier-Tourismus-orientierte und freundliche Politik. Also ich glaube, das ist ein Vorurteil, das sich in den letzten Jahren so aufgebaut hat, dass die SVP für die Bauern und für die Hoteliers da wäre. Das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Südtirol hat die höchsten Sozialleistungen, die es in Italien gibt. Wir haben in der Südtiroler Volkspartei in den letzten Jahren sehr viel diskutiert, wie man zum Beispiel im Bereich Wohnen die Dinge besser machen kann. Das ist auch derzeit vielleicht das wichtigste Thema, das wir bei uns haben, wie wir auch Wohnraum, der leider sehr viel zu touristischen Zwecken heute auch gebraucht und missbraucht wird, dass der wieder für junge Menschen und nicht junge Menschen, für Familien zur Verfügung gestellt wird. Also ich glaube, es gibt, oder ich bin mir sicher, dass es in ganz Italien keine Partei gibt und keine Region gibt, die eine so intensive Sozialpolitik macht, wie es die Südtiroler Volkspartei derzeit macht. Mhm. Also, für mich stehen die Grünen, ja gut, vorhin wurde es schon ein wenig angebracht, nicht? Für diesen Klimaschutz, für einen strikten Feminismus, auch in Teilen für planwirtschaftliche Ansätze, das muss ich schon auch sagen, für ein Gesellschaftsbild, was ich auf gar keinen Fall teile, für eine wirtschaftliche Zukunft, die ich nur in sehr wenigen Punkten unterstütze und natürlich auch für eine Art von Politikstil, mit dem ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Das muss ich ganz klar sagen. Mhm. Ich möchte noch ein bisschen zurück zum Feminismus, wenn ich darf. Gerne. Weil den hast du als exzessiv oder als verhärtet oder ja, sowas genau. Bezeichnet. Und das ist einfach etwas, wo ich so gerne einhake. Mhm. Weil ich ja glaube, dass, dass der Feminismus, und mit dem identifiziere ich mich wirklich seit jungen Jahren schon, ja etwas ist, das nicht die Männer schlecht macht oder es den Männern schwer machen will oder Männer verteufelt, sondern den Männern eigentlich, und das sieht man auch in den letzten Jahrzehnten, neue Welten erobert hat. Wir sagen immer, dass das Patriarchat ist eigentlich das, das sehr viele Männer unglücklich gemacht hat, auch Frauen. Einige wenige Männer haben da sehr viel Geld, zu viel Geld gebracht, sie haben sehr zu viel Erfolg gebracht und sehr viele andere bleiben in diesem Modell auf der Strecke. Und wenn wir uns den Feminismus, die feministischen Modelle anschauen, dann ist es ganz anders. Und dann ist eine Welt zum Beispiel partnerschaftlich aufgeteilt. Eigentlich eine richtige, wie soll ich sagen, gleichberechtigte Zukunftsvision. Deswegen bin ich so gerne Feministin, weil ich glaube, es tut allen gut. Ah, dann mache ich hiervon mal Gebrauch. Wie geht's? Oh. Steam-K steht für mich in erster Linie für teilweise obstruktive Oppositionspolitik. Und da finde ich, dass oft ein bisschen zu viel kritisiert wird, ein bisschen einfach zu viel haben wir alles über den Haufen und das tun sie jetzt mal machen. Also da finde ich persönlich, dass Steam-K ein bisschen eine obstruktive Oppositionspolitik führt. Des Weiteren, das klingt jetzt ein bisschen hart vielleicht, aber ich finde, dass durch Steam-K und ihr habt ja das System der Europäischen Schule, ist das richtig der Ausdruck, finde ich persönlich, ist die Muttersprache überhaupt, wenn man Situationen in den Schulen in Bozen und Meran anschaut, wo Deutsch die Minderheit geworden ist und teilweise auch Italienisch, wenn das in den nächsten Jahren so weitergeht, dann finde ich das zurzeit der Zeitpunkt einer europäischen, das System der Europäischen Schule, auf alle Fälle der falsche ist. Okay, also da kann ich jetzt sagen, Bullshit, da bin ich nicht einverstanden. zu zwei Sachen. Also der Vorwurf der Obstruktion stimmt sicher nicht. Wir sind natürlich Oppositionspartei, auch weil die SVP das so wollte. Aber es ist in der Regel im Landtag so, dass wir meistens zu den SVP-Vorschlägen zustimmen und sie fast immer unsere ablehnen. Also sind sie obstruktiver wie mir. Wir machen eigentlich immer Vorschläge. Wir probieren immer etwas beizutragen zur politischen Diskussion und auch andere Sichtweisen bringen. Und zum Zweiten, europäische Schule. Hier geht es eigentlich um ein Prinzip. Ich glaube, dass Südtirol ein Land ist, das seine Jungen mehrsprachlich erziehen sollte. Die Muttersprache muss natürlich geschützt werden, das ist das Erste. Aber wenn man die Muttersprache nicht kann, kann man auch die zweite und dritte Sprache nicht lernen. Aber
ein optionales Modell anzubieten, wo Ihre Eltern oder die Schüler, die das wollen, in eine Schule gehen, wo man Deutsch, Italienisch und Englisch lernt, von der Pike auf, ist, glaube ich, ein Vorteil. Hat deine Partei in den letzten 5 Jahren genug für das Klima getan? Also da rede ich mal zuerst auch als Abgeordneter im Europäischen Parlament. Da haben wir sehr viel für das Klima getan. Da hat meine Partei, wo die Südtiroler Volkspartei ja dazugehört, also die Europäische Volkspartei, wir haben die Klimapolitik der Kommissionspräsidentin, die auch zu meiner Partei gehört, mitgetragen. Wir haben ungefähr 30 Verordnungen gemacht. Das heißt, die gesetzliche Grundlage für die Klimapolitik ist jetzt gemacht. Und jetzt muss sie natürlich heruntergebrochen werden. Das heißt, jetzt müssen die Regionen aktiv werden. Südtirol hat auch unter Führung der Südtiroler Volkspartei einen Klimaplan gemacht. Und mit diesem Klimaplan müssen nun die Ziele durchgesetzt werden, die wir uns auf europäischer Ebene gestellt haben. Also spätestens 2050 klimaneutral zu werden. Südtirol hat ja gesagt, 2040 schon. Für Südtirol ist es auch ein bisschen einfacher. Wir haben sehr viel nachhaltigen Strom und wir können daher, glaube ich, als in der Mobilität zum Beispiel sehr viel schneller in die Elektromobilität einsteigen als andere Regionen. Die können es zwar auch, aber nur irgendwo als Öl Strom zu produzieren und damit Autos zu betreiben, das ist ja auch nicht das ganz Coolste dieser Welt. Auch beim Heizen und Kühlen von Gebäuden müssen wir meiner Meinung nach schneller als, oder können wir schneller als andere Regionen in Umstiegen auf elektrische Energie einsteigen. Das ganz große Problem, das meiner Meinung nach Südtirol hat und wo uns viel Arbeit bevorsteht und wo ich mir manchmal auch wünschen würde, dass wir als Südtiroler Volkspartei noch intensiver arbeiten würden, ist die Mobilität, vor allem der Transit, der durch Südtirol durchgeht, der für viel CO2-Ausstoß in Südtirol verantwortlich ist und den wir leider nur schwer in den Griff bekommen und wo wir, glaube ich, einfach auch radikalere Maßnahmen setzen müssen. Das gefällt mir. Wenn ich die EVP auch als Ihre Partei irgendwo zählen darf, dann sind da halt auch Parteien drinnen, wie zum Beispiel die Forza Italia oder auch die CDU, CSU, die jetzt allgemein nicht für eine besonders klimafreundliche Politik bekannt sind. Dann zudem auch, klar, 2050 klingt alles super, alles toll. 2030 war schon spät, war schon perfekt, wäre perfekt gewesen, wenn wir das geschafft hätten. Es wurde dann verlängert auf 2050, gab dann 2, 3 Probleme, die dazwischen gekommen sind und die dann die ganze Sache erschwert haben, wenn ich einmal ausreden dürfte. Nein, 2030 war eigentlich nie das Ziel. Also das Ziel 2030 gibt es schon nach wie vor. Also bis 2030 wollen wir die Emissionen um 55% reduzieren und dann 2050 klimaneutral werden. Südtirol hat ja, will ja ein bisschen schneller sein als auf 2040 vorziehen. Für welche Art von Europa macht sich Brigitte Foppa stark? Also, so wie ich es sehe, glaube ich, dass Frau Foppa ein Europa möchte, was mit sehr viel mehr Rechten ausgestattet wird, dass die innenpolitischen Themen teils auch in Brüssel entschieden werden, mehr wirtschaftspolitische Themen in Brüssel entschieden werden. Das lehne ich ab. Also besonders die Innenpolitik muss bei den Staaten selbst bleiben. Das sehe ich schon so. Was ich richtig sehe, ist, dass die Europäische Union eine einheitliche Außenpolitik und von mir aus auch Verteidigungspolitik machen sollte. Das sehe ich für richtig. Aber alles, was darüber hinausgeht, Wirtschaftspolitik, in Teilen könnte man vielleicht noch drüber reden, Finanzpolitik können wir in Teilen drüber reden, aber bei der Innenpolitik ist Schluss. Das sehe ich nicht richtig. Also Zentralismus in Richtung Brüssel, wir sehen ja gerade, wie ineffizient dieser Apparat ist. Und gerade deswegen glaube ich, dass es nicht funktioniert. Und wieder. Ja, das muss ich ein bisschen in Frage stellen, denn ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten ja furchtbar viel gelernt. Also rund um das Europäische Parlament, um die EU-Wahlen. Und da habe ich auch mit Menschen gesprochen, die in Brüssel gearbeitet haben. Und die sagen, dass das eigentlich überhaupt nicht stimmt, dass das ein Vorurteil ist, dass es vom nicht effizienten großen Apparat, dieses Bild haben wir alle ein bisschen in uns, muss ich sagen, also würde ich mir jetzt auch selbst, hätte ich selbst ja auch gedacht, aber dass eigentlich alle Prozesse der Europäischen Union
extrem transparent dargelegt werden und dass auch im Vergleich zu anderen Apparaten mit den gleichen Kompetenzen der Beamtenapparat sehr straff ist und auch sehr effizient. Ich muss sagen, dass ich jetzt in den letzten Wochen haben sich bei mir auch einzelne Menschen gemeldet, die mir Briefings gemacht haben oder die mir erzählt haben, wie es ist. Und da habe ich diesen Anschein eigentlich immer wieder gekriegt. Und was ich sehr wichtig finde, ist, dass die Transparenz, die wir auch immer alle möchten, auch was unseren eigenen Apparat im Lande angeht, den Verwaltungsapparat, den politischen Apparat, dass das auf der Ebene der EU sehr viel durchgesetzt ist und auch alles sehr viel besser nachvollzogen werden kann. Aber wie gesagt, vielleicht kann ich nächstes Jahr dazu was Genaueres sagen. Ist das EU-Parlament eine wichtige Institution? Ja, absolut. Also ich finde die Europäische Union und das EU-Parlament eine extrem wichtige Institution. Ich finde, es gibt wenig, was wir mehr schützen sollten zurzeit als unser gemeinsames Europa. Wir sollten auch dafür arbeiten, dass unser Europa ein gemeinsameres Europa wird, als es zurzeit ist. Dafür setzt du dich ja auch ein, also das muss ich dir durchaus zugutehalten. Das ist so, die Nationalstaaten abbauen, offene Grenzen, Europa als eines. Das ist eine wunderschöne Idee, könnte natürlich noch ausgebaut werden, ist ausbaufähig, aber die Europäische Union und das Europäische Parlament sind extrem wichtig für uns in Europa, für uns Menschen, beziehungsweise auch weltweit gesehen eine wichtige Organisation, Institution. Kein Busch. Setzt sich deine Partei genug für die Jugend ein? Ja, also ich würde das jetzt mit Ja beantworten. Wir machen im Landtag, was wir können. Wir versuchen immer wieder zu stimulieren. Ich habe schon gesagt, ich möchte mich in Europa gerade ganz stark für die Bildung einsetzen. Mir schwebt ein Projekt vor, wie ein Erasmus Plus ausgebaut, dass eben jeder Jugendliche im Ausland studieren kann. Und es sollte ein europäisches Portal geben, wo man von vornherein schon weiß, wenn ich da studiere, dann zählt das in meinem Land der Studientitel so. Da muss es Datenbanken geben, die diese Gleichwertigkeiten festlegen, dass ich es schon weiß. Und das muss ein Automatismus werden. Das wäre mein ganz ein großes Anliegen. Was die Schule in Südtirol betrifft, haben wir immer wieder im Landtag versucht zu stimulieren und Ideen einzubringen. Ich glaube auch, dass die Schule ein bisschen ihren Studienplan überdenken sollte. Wir arbeiten mit einem Studienplan, der kommt noch aus Zeiten, da hat es noch kein iPhone und kein Smartphone gegeben. Wir brauchen mehr zeitgenössische Geschichte. Wir müssen auch Europa in die Schule bringen, das kann nicht mit dem Zweiten Weltkrieg alles aufhören. Wir brauchen da ein bisschen mehr Praxisbezogenheit, vor allem im letzten Schuljahr sollte man den jungen Leuten mehr Hilfe geben bei der Auswahl der Uni, wer auf die Uni will, aber auch mehr Hilfe bei der Auswahl des Jobs. Wir brauchen ja Handwerker, wir brauchen alles Mögliche und auch ein bisschen praxisbezogen. Wie schaut denn ein Arbeitsvertrag aus? Die Sachen sollte man den Jungen noch mit auf den Weg geben. Bullshit zu sagen wäre jetzt meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Sie haben jetzt Großteil von der Schule geredet, das sind alles relativ konstruktive und gute Vorschläge, vor allem das Letzte, was Sie erwähnt haben bezüglich im letzten Schuljahr, im Matura-Jahr, was ich selbst letztes Jahr erlebt habe, habe ich selbst die Auffassung oder die Meinung, dass dort zu wenig vorbereitet, zu wenig hingearbeitet wird, auf was möchte ich wirklich tun. Also dort sind wir sicherlich einer Meinung, aber ich finde, und das würde ich höchstwahrscheinlich zu den meisten Parteien sagen, für uns als Jugend und wir als Jugendliche, es geht immer mehr Jugend, man kann immer mehr für die Jugend machen, in allen jeglichen Aspekten. Und deswegen finde ich, weil es ist einfach ein Fakt, dass die Jugend die Zukunft ist und deswegen finde ich, dass Jugendarbeit oder einfach, dass die Jugend stärker unterstützt wird, immer legitim ist. Ja. Was müsste passieren, damit du die Grünen wählst? Oh je. Mehrere solcher Gespräche führen. Nein. Also, um die Frage so zu beantworten, dann müssten die Grünen vermutlich einige ihrer Inhalte verraten. Das ist vielleicht für die Grünen dann auch nicht zielführend. Deswegen, für mich kommt das nicht in Frage, solange man sich mit einer... Jetzt auf einige Punkte sind wir noch zu wenig eingegangen, aber das gibt die Zeit einfach nicht her. Aber die, sagen wir eben, der Feminismus, Gendern, da gibt es viele einzelne Punkte, die mich einfach bei den Grünen stören, wo ich sagen würde, nein, das geht nicht. Ich sage auch vielleicht ein Problem mit dem Patriotismus, das ist vielleicht auch eine Sache, die mich abschreckt.
Und den fehlenden Patriotismus. Der fehlende, ja, der fehlende. Und genau das sind die Punkte. Deswegen kommt für mich ein Kreuz bei den Grünen nicht in Frage. Ich habe das Gefühl, dass wir einige Anliegen durchaus gemeinsam hätten. Zum Beispiel Heimatschutz, da könnten wir uns gut finden. Ja, sicher. Ja. Das heißt dann vielleicht in unserer Variante ein etwas offeneres Heimatgefühl zu haben. Vielleicht du hast ein eher konservativeres Heimatgefühl. So ist es. Wir sagen, aber ich glaube, es ging uns beiden darum, Heimat zu schützen. Und das Gleiche denke ich auch, dass es uns beiden ein Anliegen wäre, die Menschen nicht zu demütigen, auch nicht mit der Sprache zum Beispiel. Und deswegen würdest vielleicht auch du, wenn wir darüber reden würden, einen Weg finden, auch vielleicht Frauen zu benennen in der Sprache. Das ist eigentlich das, was Gendern ausmacht. Und das ist gar nicht so schlimm. Das hat auch viele kreative Seiten. Aber nein, überhaupt nicht. Wie anfangs gesagt, bin ja konservativ eingestellter Mensch. Und ich persönlich finde, damit die Team K wählen, werde in Zukunft, müsste die Partei aus meiner Sicht sicherlich ein bisschen konservativer werden. Die Beispiele, die ich vorher gebracht habe bezüglich der Ausländerkriminalität, auch wenn es nur verbal ein bisschen härter ins Gericht gegangen wird, auch wenn es nur verbal ist, dann das Weitere. Noch vielleicht, auch wenn Sie das schon erläutert haben, bezüglich der Muttersprache und der Autonomie, dort noch konservativer werden, noch mehr vielleicht Schutzmaßnahmen, das natürlich rechtlich und juristisch möglich ist, zu ergreifen. Und dann könnte man es sich vorstellen, was ich eher bezweifle. Ich glaube, so weit waren wir gar nicht entfernt in gewissen Positionen. Mhm. Es stimmt schon, wir sind eher eine progressivere Partei. Wir glauben, dass man mit alten Medizinen die neuen Wehwehchen nicht immer heilen kann, auf die wir jetzt zusteuern. Und wir müssen mehr auf Ökologie schauen, wir müssen mehr auf Technologie schauen, wir müssen mehr Wege bestreiten, die man mit dem Blick in die Vergangenheit vielleicht nicht unbedingt, wo man nicht mehr die Lösungen findet. Wenn ich morgen aufwachen würde und die SVP würde plötzlich für Sozialpolitik stehen, wie noch nie zuvor, die SVP wäre grün-rot gemischt, dann wäre ich wahrscheinlich der Erste, der auf die Straße gehen würde mit einem großen SVP-Plakat. Wenn die SVP auch vielleicht überlegen würde, mit welchen Parteien sie sich zusammenschließt, wenn da vielleicht auch keine FaschistInnen dabei wären, NeofaschistInnen dabei wären, dann wäre es auch schon eine andere Geschichte. Also ich glaube, es bräuchte die SVP anders, damit ich die SVP wählen würde. Und dann würde ich SVP wählen, aber zurzeit sieht es eher schwarz-edelweiß aus. Kein Bullshit. Nein. Auch bei den Neo. Ich kann gerne antworten. Ah. Ich glaube, fest doch. Ja, eine grün-rote Mischung ist die Südtiroler Volkspartei halt nicht. Ich denke, in jeder Parteienlandschaft, in jeder Demokratie muss sich eine Partei in ein Identikit suchen. Wir sind keine grün-rote Partei. Jemand, der sich zu grün-roten Gedanken hingezogen fühlt, der ist wahrscheinlich bei der Südtiroler Volkspartei nicht richtig aufgehoben. Aber wir haben in unserer Geschichte immer wieder Koalitionen auch mit sozialdemokratischen Parteien gehabt. Wir haben in unserer Partei auch Kolleginnen und Kollegen, die durchaus sozialdemokratisch denken. Aber wir sind keine grüne Partei, das sind wir wirklich nicht.